Hallo liebe Trader-Kollegen, ihr seht und hört hier die Einschätzung von einzelnen Aktien, die wir ja alle schon mal durchgegangen sind mit den inversen Schulterkopf-Schulterformationen, mit den Bodenbildungen. Da schauen wir, wie der Stand der Dinge ist, wie sich diese Aktien im Einzelnen durchbewegt haben oder bewegt haben. Und die fliegen wir hier jetzt mal ganz schnell durch, dass dieses Video recht kurz wird. Bevor ich hier einsteige, der Risikohinweis, meine Markteinschätzungen sind keine Anlageempfehlung, gell? Das, was ich erzähle, geht davon aus, dass es einfach nicht passt. So, da beginnen wir jetzt erst einmal mit dem Depot. Da haben wir einmal, fangen wir mit dem schlechtesten Wert an, die Carl Zeiss Meditec. Die ist hier ja ausgebrochen, in den Zielbereich gelaufen, in dieser inversen Schulter-Kopf-Schulter und ist hier wieder massiv zurückgekommen. Die ist momentan eine der größten Verlustpositionen buchwarttechnisch in meinem Depot. Wir schauen uns an die Pfizer. Die ist ja auch hier inverse Schulter ist zurückgekommen mit der verflixten 4. Und ist jetzt wieder im Begriff nach oben zu gehen, gell? Die ging nicht hier unten raus unter die 39 und nach wie vor ist der Zielbereich hier zumindest einmal dieses Allzeithoch bei 46,45. Wir haben hier noch die Zebra Healthcare, das ist ein Rate-Unternehmen, wenn sie jetzt kommt, die habe ich nur drin wegen der Dividende, bezahlt 10%, über 10% Dividendenrendite bei mir im Depot. Öffnet sich gerade nicht, egal. Schauen wir uns die Rational an. Die öffnet sich auch nicht. Was ist jetzt los? Jetzt haben wir die deutsche Beteiligung. Bei der deutschen Beteiligung, die wurde mit der Strategie gekauft. Dividendenausschüttung, hat sich dieses Gap hier gebildet und da warte ich jetzt drauf, bis dieses Gap hier wieder geschlossen wird, um hier diese Aktie dann zu verkaufen. Gucken wir, ob die Rational geht. Jawohl, die Rational geht jetzt. Die Rational ist ja hier auch aus dieser inversen Schulterkopf-Schulterformation hochgelaufen als 61er Fibonacci, hat hier jetzt nach unten korrigiert. Ich bin mir noch nicht sicher, ob sie beim Berg ist. Die kann gerne noch einmal bis in den Bereich von 516, 518 fallen. Und was hier sehr auffällig ist an der Rational, sie tängelt hier an der Unterseite dieses alten Trendkanals an, oberseitig. Hier war auch schon ein markanter Bereich und auch hier war ein markanter Bereich. Also wenn sie hier den Eintritt wieder schaffen würde oder könnte, wäre das zumindest einmal positiv. Dann springen wir in die APFI rein. Das ist eine Aktie, die ich auch im Depot habe. Die wurde hier dann abgestraft. Ich habe sie gekauft, weil wir hierher gelaufen sind. Am nächsten Tag kamen schlechte Nachrichten und ging das Ding einmal. Auch im Keller ist jetzt nichts Gravierendes. Die Royal Dutch überspringen wir. Der Gladstone Kommerzial, das ist auch eine Rate. Die zahlt jeden Monat Dividende. Die ist auch auf dem Weg zur Oberseite. Der Zielbereich wäre hier, aber das ist nicht das Maßgebliche in dieser Aktie. Sie ist einer meiner besten Dividendenausschütter, die werde ich nicht anrühren. Die Wirecard haben wir auch noch im Depot gekauft für 101 Euro, schon seit ewigen Zeiten in dieser kurzen Lebensspanne, aber von den Bewegungen her war schon viel los. Da kann es jetzt irgendwann einmal, wenn die Ergebnisse kommen, nach oben weitergehen. Dann haben wir hier die Fraport. Die Fraport ist hier ja ausgebrochen, wurde hier dann auch wieder abgestraft. Nach wie vor ist hier oben der Zielbereich bei 78. Wir haben hier noch diesen Trendkanal, diese Trendlinie von der Oberseite hin. Das könnte jetzt nochmals Zünglein an der Waage werden oder am Zügel, wie auch immer, und den Wert noch einmal nach unten werfen. Die Metro ist auch im Depot mit der Strategie Dividendenausschüttung. Entsteht dieses Gap. Dieses Gap schließt sich irgendwann einmal wieder. Und dann wird diese Aktie verkauft, nach Möglichkeit vor der nächsten Dividendenausschüttung in einem Jahr. Die Stone Harbor Energy Markets ist ein mehreren Fonds, bezahlt mir hier rund 14% Dividende. Ich habe jetzt schon die erste Ausschüttung bekommen, hier am 28.03. Habe hier eine kleine Position reingenommen, weil das Aktien sind, die ich nicht richtig durchschaue. Natürlich sollte man nur das kaufen, was man versteht. Verstehen tue ich es. Die Historie ist sehr gut von diesem Unternehmen oder von diesem Fonds. Regelmäßige Dividendenausschüttung, Erhöhung, und das passt eigentlich alles, gell?
Wie gesagt, ich habe die jetzt einmal drin vor rund 500 €. Das passt. Da gucken wir mal, was da rauskommt. Hier diese Immobilienaktie. Linke Schulterkopf, rechte Schulter ist auch ausgebrochen, kam auch so zurück. Und auch hier nach wie vor Zielbereiche zur Oberseite hin intakt. Die TUI. Ja, die TUI wird schwer abgestraft. Hier Gewinnwarnung. Dann ist es mit Boeing, mit diesen Fliegern. Die haben ein Problem, die kommen halt nicht mehr in die Luft. Und doch das hat TUI in Ausblick gestellt, dass hier große Verluste kommen könnten. Also das könnte eventuell sogar noch ein Kellerkind werden bei mir im Depot. Die Dividende passt. Da gucken wir mal, wie sich das so im Laufe des Jahres weiterentwickelt. Die Deutsche Pfandbriefbank hat hier eine sehr schöne Bewegung gemacht. 1, 2, 3 zur Oberseite hin. Diese Aktie ist in meinem Depot wegen ihrer Dividendenausschüttung. Wir bekommen hier, ich weiß es jetzt gerade gar nicht, also für die Aktie 1 € fast 10%, meine ich, oder 9% Dividendenrendite. Ich weiß es jetzt wirklich gerade nicht. 1, 2, 3, 4, eine schöne Bewegung. Die 4 war keine Überschneidung dieser 1 hier. Die 5, das war dann dieser Bereich. Und wenn man das jetzt hier so ein bisschen hinzieht, dann haben wir hier eventuell, wenn es ganz kritisch wird, hier die A, die B. Und dann muss man eventuell sogar noch mit einer C rechnen. Außer wir gehen hier jetzt nächsten Tag oder morgigen Handelstag hier rüber. Hier im Bereich von 11,41 € ist so oder so ein natürlicher Widerstandsbereich. Da wäre für mich, da die Dividendenausschüttung erst im Juni ist, eventuell sogar die Option, hier kurzzeitig die Position zu schließen, um zu schauen, ob eine Korrektur kommt, die Gewinne mitzunehmen und dann irgendwo in dieser Korrektur hier drin diese Aktie Deutsche Pfandbriefbank wieder ins Depot mit aufzunehmen. Dieser Trade, das ist eines meiner Rennpferde momentan im Depot. Dann haben wir hier die Telefonica. Es laufen ja aktuell die 5G-Verhandlungen. Also die stehen ja fast schon. Ja, es geht noch bis Mitte nächsten Monats, glaube ich. Ja, Mai, Juni. Ja, ich meine, bis Mitte nächsten Monats wird es noch dauern. Aber die Aktie Telefonica hat sich heute ein bisschen erholt. Das ist auch alles noch in Ordnung. Ich habe es ins Depot reingenommen mit 3,18 €. Ja, 3,18 €. Sie steht momentan bei 2,91 €. Also da bricht auch noch kein Zacken aus der Krone. Gell? Und für diese Aktie bin ich zuversichtlich. Wir sind hier in der Wolfewelle 5, dass wir hier im Bälde eine schöne Bewegung zur Oberseite hin sehen könnten. Und hier so mein, ja, die Bayer. Da bin ich noch dabei. Schau mir das an, ob wir hier wieder eintauchen in diesem Bereich. Und ja, vielleicht habe ich Glück, das gehört auch dazu, dass wir noch einmal in diesen Bereich kommen. Ich bin dann da, überlege ich dann ernsthaft, ob ich diese Aktie so plus minus null dann aus dem Depot rauswerfe und mich hier dauerhaft von diesem Unternehmen verabschieden werde. Das Zertifikat von Fraport ist ja auch noch im Depot, wurde hier ja auch abgestraft, erholt sich momentan wieder. Ist jetzt aber auch nichts Weltbewegendes und heute den TechDAX habe ich heute verkauft. Gekauft wurde das Zertifikat bei 4,49 € und verkauft habe ich heute dieses Zertifikat bei 5,70 €. Also die sind raus und gestern wurde auch noch die CANCOM, die ist jetzt hier nicht mehr dabei. TechDAX lasse ich jetzt mal noch drin, um zu schauen. Die CANCOM verkauft gestern auch mit, ich glaube, 30%, knapp 30% Gewinn. Der TechDAX ging hier raus mit rund 25, 26% Gewinn. Momentan schaut es gut aus, gell? Das passt soweit. So, jetzt gucken wir uns hier die inversen Schulterkopf-Schulter an. So, und ich mache das dann im ganz schnellen Durchlauf. Wir beginnen hier mit der Augenblick schneller, muss das schnell hinziehen, okay. Wir beginnen hier mit der Wacker Neuson. Jetzt habe ich die Verbindung nicht gemacht. So, und hier, jetzt müsste es passen. Jawohl, die Wacker Neuson, auch die Wacker Neuson. Ja, Baumaschinenhersteller, linke Schulterkopf, rechter Schulterbereich, die A, B, C-Korrektur und dann ging es jetzt weiter. Heute eine schöne Bewegung zur Oberseite, wie eigentlich alle Aktien fast heute.
sich gut bewegt haben zur Oberseite hin. Hier ist der erste Zielbereich nach wie vor bei 25,44. Der finale Zielbereich würde ich hier ansetzen bei 26,94. Dann haben wir die Drillitsch. Die Drillitsch, ja, da weiß ich nicht, was passiert ist. Keine Ahnung. Die ist hier aus dem Kopf, hat einen neuen Kopf gemacht. Muss man jetzt mal abwarten, wie sich die hier weiter bewegt. Also da würde ich hier mal momentan die Finger weglassen. Die Deutz fliegt und fliegt und fliegt. Ach, hätte ich da doch noch ein bisschen Geld auf dem Konto gehabt, gell? Ich war voll investiert in meinem hier Live-Depot. Die geht oben durch. Der Zielbereich bei der Deutz wäre hier auch im Maximum 8,94. Gell? Hier dieser Widerstandsbereich wurde aus dem Markt rausgenommen. Also da kommt momentan nichts mehr. Sie hat eine wunderschöne achtwellige Bewegung gemacht. 1, 2, 3, 4, 5. Die A, die B, die C. Und aus der Situation heraus geht sie wieder voll neu durch. Man kann das jetzt auch ein bisschen größer sehen für die Elliott-Wellen-Trader unter euch. Hier die 1. Das ganz große Bild jetzt. Augenblick. Ich zeichne euch das schnell. Ich will es zwar schnell machen, dieses wieder, aber diese Zeit muss schon sein. So, machen wir mal die 5 wieder weg. Jetzt komm her. So, das könnte jetzt auch eine 1 sein, das ist eine 2. Und wir befinden uns hier in der impulsiven 3. Aus dieser 3 heraus könnte dann hier in etwa im Zielbereich die 4 wiederkommen und dann da oben wieder irgendwo die 5. Muss man dann aber auch wieder immer alles anschauen. Man kann das eventuell sogar noch ein bisschen nach oben abprojizieren, dass ich hier jetzt mal schnell mache. Augenblick, ich setze mal das Fibonacci so an. Und dann noch einmal anders, das kommt gleich. Level. So ist 2,61er brauche ich jetzt hier. So, 2,61er wäre hier bei rund 8,50 €. Das wäre jetzt so aus dieser Bewegung heraus, wo ich das Ding noch so einschätzen könnte. Und wenn wir diese Bewegung so weiter verfolgen, wäre hier der Zielbereich jetzt schon kurz davor bei 8,12, das könnte dann eine 3 werden. Dann kommt hier die 4, natürlich darf hier kein Wellerschnitt stattfinden. Und dann hier die 5 und dann eventuell wieder eine ABC zur Unterseite hin. Also die Deutz AG ist eigentlich vom Chart her ein mustergültiges Beispiel, was eigentlich in jedes Buch gehören sollte. Die König und Bauer, ja, die wurde hier, ist ausgebrochen und wie verrückt nach unten gekommen. Ja, ich würde jetzt hier nicht von der verflixten 4 reden. Das ist jetzt hier schon wieder ein Doppelboden. Schwierig, schwierig zu handeln. Definitiv, wenn, dann Stopp hier mit Zertifikaten. Maschinenbauer, ich glaube König und Bauer, ich weiß es jetzt noch nicht. Und ich tippe mal, dass wir hier trotz meiner positiven Einstellung bis im Mai noch im Bälde doch definitiv ein bisschen einen Einknick bekommen könnten. Der könnte ja auch erst 2020 kommen, weil einfach die Automobilbranche, die immer der Vorläufer ist, momentan doch ein bisschen schwächelt und hier schon Entlassungen getätigt wurden. Bei der AIXTRON, die habe ich auf Lang- und Schwarzindikation umgestellt und dann ist auf einmal dieser Kopf weg gewesen. Gell? Bei der anderen Indikation etc. war das hier der Kopf. Also das ist jetzt auch so ein Chart, wo ich mal beobachten würde nur, das kann eine schöne Bodenbildung werden, aber das ist dieses Beispiel mit dem Ball, wo ich in den Hausgang reinwerfe, der Ball kommt, zack, landet, zack und juckt immer weniger hoch, zurück und irgendwann fällt er hinten am Hausgang raus und dann ist die Geschichte aus. Die BASF, ja, die BASF ist auch hier aus dieser Formation raus, geht weiter, ist noch unterhalb der 200-Tage-Linie, aber auch hier Zielbereich 77. Das kann sie noch bis in den Mai hinein schaffen, wenn sie sich sputet. Down DuPont. So, da ist irgendwas passiert. Habe ich gestern schon gesehen. 30% gingen die runter. Keine Ahnung, ich habe jetzt die Nachrichten nicht gelesen. Die deutsche Lufthansa ist hier jetzt einmal an dieser alten Nackenlinie zur Unterstützung gekommen. Hat hier ein ganz schwaches 1, 2, 3 Tief gemacht. Und jetzt muss man auch hier schauen, ob man hier sich eventuell reingetraut, um hier einen Long Trade zu machen. Bayer hat er schon, TecDAX, okay, gucken wir uns schnell an hier. TecDAX hat ja auch diese inverse Schulterkopf-Schulterformation gemacht, ist hier ausgebrochen. Leicht übers 1,60er, da war mein Zielbereich, darum habe ich die Position geschlossen.
Und mit Blick auf den DAX, da ich ja schon wusste, was ich in dem Video grob erzählen werde, ich habe ja das Bild immer im Kopf, kenne meine Tendenz, mit Blick auf den DAX habe ich hier dann für mich heute entschieden, ich schieß den DAX raus, nehme die Gewinne mit und warte mal ab, was er hier macht. Und klar, er kann jetzt morgen weiter steigen, der Tech-DAX ist jetzt nicht unbedingt parallel wie der DAX, also der Tech-DAX läuft besser, auf jeden Fall. Aber ja, es war einfach so ein bisschen ein Gefühl, wo ich sagte, komm, das reicht jetzt, da gehen wir jetzt raus. So, die Vodafone Group, in die wäre ich gerne eingestiegen, aus diesem Tief heraus. Das ist wirklich mustergültig gelaufen, so wie eingeschätzt. Wir sind hier hochgekommen an die 1,47, hier runter an die 1,38 und dann jetzt wäre hier der Zielbereich für mich die 1,55. Wäre immer noch ein Einstieg wert, weil wenn man hier jetzt 1000 Euro investiert, bekommt man schon auch eine hohe Stückzahl. Das sind da auch einige Prozente, bis wir hier oben sind. Die Bächle, ja, mei, die habe ich hier verkauft. Pech gehabt. Die steht jetzt fast schon wieder 10 Euro höher. Hat nicht keine Korrektur nach unten gemacht. Steht kurz, kurz vor einem Allzeithoch. Gell, also das wohlgemerkt, das ist eine sehr trendstarke Aktie. Trendstarke Aktien sind normalerweise zu bevorzugen, wenn man ein Depot aufbaut, weil die immer übergeordnet sind. Jetzt muss man mal sich vorstellen, eine trendstarke Aktie in einem negativen Markt hält sich stabil, so wie eine Vonovia oder auch wie die Bechtle und geht hier den Weg, den der Gesamtmarkt nach unten geht, nicht zu 100% mit. Das ist dann eine trendstarke Aktie oder läuft sogar dagegen, so gerade wie die Vonovia oder auch die Adidas zum Beispiel, jetzt aus dem Kopf raus. Und jetzt stellt euch ja mal vor, der Markt, der Gesamtmarkt dreht positiv, was ja jetzt ist bis in den Mai hinein, dann tun solche trendstarken Aktien richtig Gas geben und die schießen dann oft durch die Decke. Und das ist immer so ein Ding, wo man sich auch immer so den Fokus ausrichten sollte auf trendstarke Aktien. Da hilft einem manchmal der Levi-Wert. Und wenn der Levi, vielleicht mache ich da mal ein Video, über 1 ist, sind es trendstarke Aktien. Die Siemens gucken wir uns noch an. Ja, die hat jetzt hier auch die rechte Schulter fertig. Ist ausgebrochen. Also auch bei der Siemens würde ich ja mal hier Zielbereich 107 Euro. Für mich jetzt, ich bin jetzt momentan, habe ich im Depot rund 2.500 Euro wieder freigespült. Momentan ist für mich so, ich muss jetzt eine Aktie finden, die wieder gut zurückgesetzt hat aus so einer Formation. Die sind jetzt alle schon fast ein bisschen zu weit gelaufen, um hier doch noch einiges, vieles an Profit rausholen zu können. Die Home Depot. Ja, auch mustergültig, linke Schulter, Kopf, rechte Schulter, ausgebrochen, der Rücksetzer. Auf das Ausbruchsniveau analog, wenn ihr jetzt diesen Chart anschaut und schaut den DAX an, DAX ist auch ausgebrochen aus der inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation, ist genau auf das Ausbruchslevel zurückgekommen. Das ist ein gutes Indiz, hat hier seine Unterstützung gefunden mit schönen Hammerkerzchen, eins, zwei, drei tief gemacht und die Sause geht nach oben weiter. Auch hier, ja, spricht nichts dagegen, dass wir im Bälde bei 204 sind. Die Cancom habe ich ja rausgeschmissen gestern. Genau, eigentlich hier, genau, also bei rund 41, 81 in etwa. Auch wunderbar gelaufen. Linke Schulter, Kopf, rechte Schulter. Leicht seitwärts korrigiert und dann kam hier der Push. Die paar Euro hier oben, das sind jetzt noch rund 70 Cent. Ja, die schenke ich mir. Puma. Puma, Traum, linke Schulter, Kopf, rechte Schulter, ausgebrochen, Rücksetzer und läuft hier auch in den Zielbereich. Auch Puma, gleich einmal von vorne weg, steht vor einem neuen Allzeithoch bei 537. Auch das ist wie die Bächle eine voll brutal trendstarke Aktie. Solche Aktien sollte man investieren. Bächle, Puma auf die oberste Liste, also schreiben auf eurem Zettelchen, gell? Es gibt nichts Besseres. Grand City Properties, das ist ein schwerer Name für mich. Ja, die haben wir ja gerade schon angeschaut. Transport, Dow Jones Transport ist auch ausgebrochen hier. Hängt hier aber am Widerstand von diesem Verlaufshoch vom 19.02. Der Transportations-AVG-Index
Ich bilde das Transportgewerbe der USA ab und ist oft gerne ein Vorläufer für den Dow Jones. Beobachte das mal über eine sehr lange Zeit. Das ist auch logisch. Wenn jetzt die Wirtschaft zurückgeht, als erstes trifft es das Transportgewerbe, gell? Die Flugzeuge, alle was transportiert. Und darum ist es hier ziemlich schnell sichtbar, wenn hier nichts mehr ausgeliefert wird. Dialog, Semikondaktor, jawohl, wunderschön. Linker Schulterbereich, ein komischer Kopf. Rechter Schulterbereich, die haben wir ja sogar im speziellen Video bearbeitet. Hier der Einstieg, auch wunderschön. Da ist jetzt zwar ein Doji entstanden hier, aber auch hier spricht nichts dagegen, dass wir hier im Bälde auf dem langen Weg hier hochlaufen, diesen Weg hier so nehmen bis 36. Die Wirecard hatten wir schon, die Fraport hatten wir. Fresenius Medical Care. Dialyse, ja, auch ausgebrochen. Wunderschön, gell? Also hier bei dieser Aktie würde ich einen Rücksetzer abwarten und dann hier aus dem Rücksetzer heraus mein Long Trade zu starten. Deshalb ist es immer wichtig zu schauen, wenn man so eine Formation am Anfang sieht, aus den rechten Schultern heraus zu handeln. Jetzt für mich ist in diesen Bereichen das Risiko schon wieder ja, proportional, also prozentual um einiges höher, dass ich hier jetzt kaufe, selbst in einen Rücksetzer hinein. Und mich hier die verflixte 4 abholt, die doch noch einmal richtig tief nach unten rotzen kann und mir hier ja gewaltig ganz einfach einmal das Hirn durchwäscht oder wie man da auch immer sagen soll oder kann. Hier, das ist die Microsoft-Traum, gell? Ihr kennt diese Charts alle schon. Linke Schulterkopf, rechte Schulter ausgebrochen, auch kurz vorm Zielbereich. Die Intuitiv Social, ja, das ist auch wieder so ein Name. Auch die ausgebrochen gut. Rücksetzer, da fällt jetzt aber noch ein bisschen an Dynamik. Dies ist auch logisch, weil wir uns hier auch an einem Allzeithoch befinden. Also auch das ist eine sehr trendstarke Aktie. Ich glaube, ja, Nasdaq gelistet. Also die, wenn man jetzt Dow Jones sieht und der S&P, die haben ja noch keine Allzeithochs, aber diese Aktie hatten Allzeithochs. Also, hey, Bechtle, was war die eine? Weiß ich gar, Puma und jetzt hier die Intuitiv Surgical. Alle oben ran auf den Zettel schreiben, Platz 1, Platz 1, Platz 1. Und aus diesen Aktien sich aus dem Rücksetzer heraus eine rauszusuchen. Und hier kommt die nächste, wo man im Depot haben sollte und investieren sollte, die Adidas. Ich habe heute meiner Tochter gesagt, sie hat wunderschöne Nike-Schuhe gekauft. Die waren wirklich, habe gesagt, die sind aber schön. Aber das nächste Mal kaufst du Adidas, klar. Also die Adidas ausgebrochen, ein neues Allzeithoch. Also ich würde mal behaupten, das hier ist die stärkste Aktie, die ich hier jetzt in diesem Portfolio drin habe, weil sie ein neues Allzeithoch gemacht hat, obwohl der DAX 2018 voll in die Knie ging und abgekotzt hat. Und die Adidas jetzt schon ein neues Allzeithoch macht bei 110 Euro. Auch hier der Zielbereich 119 Euro. Amadeus Fire. So, das ist jetzt kein schöner Chart. Die hat hier ganz kurz zurückgesetzt. Also das ist nichts. Wirklich nichts. Also es ist keine Inverse. Wir stehen aber auch bei Amadeus Fire vor einem Allzeithoch. Auch diese Aktie gehört auf Platz 1 mit den anderen schon erwähnten. Jungheinrich, auch nicht schlecht. Ausgebrochen, linke Schulter, Kopf, rechte Schulter, hat hier zwar keine ABC, ich habe hier den Kursalarm gesetzt, weil da wäre ich dann gerne irgendwo eingestiegen. Ohne mich ging sie nach oben, hat die Nackenlinie durchbrochen, hat diesen letzten Verlaufshoch rausgenommen, kämpft hier zwar noch ein bisschen, diese Kerze hier ist jetzt nicht gerade positiv, aber auch hier spricht nichts dagegen, dass wir aus dieser Bodenbildungsformation bis in Kürze irgendwann mal hier oben stehen können bei 40 Euro. Wir werden das verfolgen über das nächste Jahr bis in den Dezember hinein, was hier läuft. Die AbbVie brauchen wir eigentlich nicht anschauen. Ne? Die Disc Network, auch wunderschön, linke Schulter, Kopf, rechte Schulter, ausgebrochen, auf dieser Nackenlinie rumgetänzelt. Und jetzt geht es weiter zur Oberseite hin. Auch sehr starke Aktie. Aus dieser Sichtweise heraus, klar, die anderen Puma, Adidas, sehr stark ist relativ aus dieser Perspektive hier.
wäre hier jetzt demnächst ein Ausbruch über diesen Bereich von 29,83 denkbar. KWS-Saat normalerweise auch gut. So, warum sind hier keine Linien drin? Dann machen wir hier ganz schnell diese Linien rein. Eine rote brauche ich. So, zack. Und dann machen wir hier die Zielbereiche rein und dann haben wir das Ding schon drin. Also das hier sind die Zielbereiche. Duplizieren. So, und hier wäre der Zielbereich. Einmal hier oben bei 69. Jetzt schauen wir uns noch, wo dieses 61er Fibonacci ist. Augenblick. Hab's gleich. Also, der erste Widerstandsbereich wäre bei 62,75 bei dieser KWS-Saat. Sie ist ausgebrochen. Aus diesem Bereich könnte dann ein Rücksetzer kommen. Wir haben hier noch einen wichtigen Bereich bei rund 61,64. Aber generell würde ich mich hier jetzt drauf fokussieren und die Aktie hier auch nach oben handeln. Linke Schulter, Kopf, rechte Schulter und dann haben wir hier so unseren Weg. Also die Musik spielt auch hier in dieser Aktie zur Oberseite. Die BayWa, was ist denn mit der BayWa? Warum sind hier keine Linien? Okay, die BayWa ist so eine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation, die ich nicht handle. Ich habe da meine Vorlieben, das solltet ihr euch auch angewöhnen, Vorlieben, euch eure eigenen Muster machen, eure eigenen duplizierbaren Trades, weil sonst kann ich euch heute schon Brief und Siegel geben, verliert ihr eure Kohle. Gerade wenn es nicht duplizierbar ist. Ich mache auch nicht immer alles duplizierbar. Und wenn es dann schief geht, dann beiße ich mich in den Arsch. So, das ist so eine inverse Schulterkopf-Schulterformation, die ich nie handeln würde. Hier wäre der linke Schulter, hier wäre die rechte Schulter, hier wäre der Kopf. Gell? Weil ich brauche so etwas. Wenn, dann würde ich diese Nackenlinie so ziehen. Ich brauche immer das Minimum, was ich gebe, ist eine horizontal, quer, jetzt weiß ich gerade gar nicht, ich habe heute schon wieder so viel denken müssen, egal, normal ist Geometrie meine Stärke, okay, ich will halt solche schrägen Nackenlinien und keine solchen. Und dann wäre hier, wenn ich das jetzt so einzeichne, was mir jetzt hier aber nicht ganz gefällt, weil ja, das ist ein bisschen, ja, aber man kann das einfach mal einzeichnen, duplizieren, Ausbruch. Und da wäre hier der Zielbereich 30 in etwa. Und wenn wir hier noch mit Fibonacci arbeiten, schauen wir so diese Bewegung. Okay, das ist schon abgearbeitet. Dann nehmen wir hier die Gesamtbewegung. Und da sind wir genau jetzt am 61er Fibonacci. Ich drehe es um. Für die, wo es ganz genau nehmen, sind wir hier. Ganz genau, punktgenau am 61er Fibonacci jetzt einmal nach unten geprallt. Und das ist immer so dieser Bereich, wo man beachten sollte, weil aus diesem Bereich heraus könnte, wenn es ganz dumm läuft, so eine verrückte Vierwörter, die noch einmal bis da unten geht und dann geht die Chance wieder weiter hoch. Gell? Das muss man da immer beachten. Dann haben wir die Pfizer. Die Pfizer guckt man nicht an. Yamada Gold bin ich auch investiert. Ja, da fällt der Druck nach oben. Jetzt muss ich noch niesen. Eieieiei. Ja, da fällt einfach der Druck nach oben. Gell, hier ist mein Kursalarm. Ich warte. Gucken wir mal, was das Gold macht. Solange das Gold meine Einschätzung ist, dass es fällt, wird diese Aktie wahrscheinlich keine Flügel bekommen. Also da muss ich mich jetzt fragen, warum noch halten? Gott, ganz ernsthaft. Carl Zeiss Meditech haben wir schon angeschaut. Philip Morris, gucken wir mal. Die Philip Morris, endlich korrigiert diese Aktie. Sie hat hier eigentlich einen Doppeltop gemacht. Wie tief kann Philip Morris korrigieren? Jetzt mache ich mal hier ein paar Dinge raus, weil das wird sonst zu viel. Entfernen. Die große lasse ich drin. So, die Philip Morris hat diese Bewegung. Es gibt das. Und jetzt muss man gucken, wie tief kann die runterkommen. Wenn wir hier das Fibonacci mit heranziehen, dann haben wir hier genau bei 75 des 61er Fibonacci. So, aber ich sehe hier bei rund
78, 77, 80, 78, 74, wenn ich hier in die Vergangenheit rüberschaue, doch einen guten Unterstützungsbereich. Und aus diesem Unterstützungsbereich heraus könnte man die Aktie wieder ins Depot reinnehmen, um hier dann wieder die Long-Richtung zu spielen. Das lasse ich so mal drin. Ja, was habe ich hier drin? Ja, das ist das ganz große 61er Fibonacci aus dieser gesamten Abwärtsbewegung. Also wir spielen hier das kleine Lied, die Korrektur. Und aus dieser Korrektur könnten wir dann hier bis auf 101 steigen. Also die Philip Morris ist bei mir auch immer so auf dem Schirm. Ich nehme immer gern Aktien her, mit denen ich schon gut Geld verdient habe. Und handle diese auch immer wieder mal nur am meisten zur Oberseite hin. So, Short Trader bin ich jetzt nicht unbedingt. Da tue ich lieber, wenn ich anstatt Short Trader, gehe ich lieber aus den Märkten raus, halte Cash und warte wieder, bis die Zeit kommt, bis die Muster sich wieder auftun und dann handle ich. Momentan ist es so, dass ich noch knapp 400, 350 Euro frei habe. Dann habe ich dieses Jahr, also das werde ich vermutlich hier mal noch diesen Monat schaffen, dann habe ich dieses Jahr schon 1.600 Euro Cash generiert aus dem 20.000 Euro Live-Konto. Dieses Konto war letzten Monat schon über 21.200 Euro kurzzeitig Gewinn. Aber durch diese Bayer-Geschichte und diese TUI-Geschichte und diese Carl Zeiss Medical-Geschichte, das gehört zum Trading dazu an der Börse, ist mein Depot kurzzeitig mal wieder nahe an die 20.000 gekommen, hatte ich jetzt wieder auf 20.800 erholt, sage ich einmal. Aber dieses Freisetzen, dieses Cashs, dieser fast noch 2.000 Euro, die ich noch erreichen will bis Ende Jahr, ermöglicht mir ja die Möglichkeit, dass ich diese 2.000 Euro wieder sähe. Das ist wie ein Bauer. Du musst klein anfangen, Cash generieren, dieses Cash wieder verteilen auf ja gute, ich sage einfach mal gute, auf einen guten Acker legen, um dann wieder aus diesen 2.000 heraus zusätzlich was zu bekommen am Markt. Momentan nicht so. Ich musste noch kein Verlusttrade hinnehmen. Das ist aber auch ganz einfach, weil ich noch kein Verlusttrade realisiert habe. Das Verlusttrade realisieren, das geht bei mir erst los, wenn es natürlich gar nicht mehr geht, wenn da jetzt wirklich etwas ganz Gravierendes passiert oder ich, wenn ich Zertifikate handle, hier mal doch tatsächlich in den K.O. laufen sollte, was aber ich denke fast unwahrscheinlich ist, weil meine K.O. so weit weg sind, dass es ja, da muss schon was ganz Gewaltiges passieren. Was wollte ich jetzt sagen? Ja, wenn ich dann irgendwo bei 1600 Euro Cash generiert bin, das ist ja mein Steuerfreibetrag, diese Höhe kann ich erwirtschaften, ohne die 25% Kapitalertragssteuer zu bezahlen, dann werde ich auch Verlustpositionen realisieren, bevor ich über die 16.000 rübergehe. Das ist einfach meine Strategie, um dann wieder irgendwo Gewinne steuerfrei holen zu können. Das ist einfach so mein Spielchen. Ich sage immer so meine Spielnäpfchen. Das ist wie bei den Bienen, die machen auch immer wieder mal Spielnäpfchen hin. Gerade dann, wenn sie kurz vorm Schwärmen sind. Und so ist es halt an der Börse auch oder bei meinem Depot. Da spiele ich dann rum. So, jetzt habe ich mich wieder verplappert. Also, Philipp Morris, beobachten wir weiter, was hier zur Unterseite hingeht. In diesem Sinne, ja, halte die Ohren steif und bleibt gesund.